Leute, hier ist Black und Gaso. Willkommen zu unserem Starcom Special und zwar Teil 1. Genau, weil wir haben so viel und dann wollen wir euch das Ganze doch mal dann ausführlich mit ein bisschen Hintergrundinformation und die Modelle einzeln vorführen, original verpackte Sachen, ausgepackte Sachen, wo die Verpackung dabei ist und die ganzen Funktionen und. Ja, das ist ja ein Funktionsspielzeug. Das ist ein Funktionsspielzeug. Auf jeden Fall. Klasse. Also wirklich richtig super. Also was sich da Coleco eingefallen hat, einfallen hat lassen, super. Das ist, die Firma hat es damals produziert, ist von Coleco gewesen, Starcom. Ja, zum Hintergrund. Starcom, letztendlich spielt es im Weltraum. Es gibt die Guten und die Bösen. Die Bösen wollen wie immer das ganze Universum besitzen. Warum auch nicht? Das ist halt so. Kann man immer gebrauchen. Ja, ein Universum mehr oder weniger schadet nicht. Und die Guten sind eher auf, ja, neutrale Missionen unterwegs und versuchen halt das Böse aufzuhalten. Genau, Imperator Dark und seine Armada, im wahrsten Sinne des Wortes Armada, aufzuhalten. Ja, begonnen, also Anfang, Mitte der 80er, 87 kam die Serie und die Spielfiguren wurden so 86 schon angefangen zu produzieren, aber die Fernsehserie so lief in den USA erst 87 und bei uns kam das Ganze erst in Europa 91 auf dem Markt, beziehungsweise man konnte schon Ende der 80er, so 89, konnte man schon die Sachen kaufen, viel, aber man hat noch keinen Bezug dazu gehabt, so ähnlich ein bisschen wie bei den Dino Riders war es. Es gab auch nicht wirklich viele Folgen, sogar eine weniger als bei den Dino Riders, nämlich 13 Stück, ist nicht wirklich viel, es gab aber Kaufkassetten. Hier habe ich zum Beispiel, haben wir jetzt extra mal aufgelistet, ich nehme jetzt mal einmal den Jäger weg. Ich habe zum Beispiel, hier Folge 1 als VHS-Kassette, ja, und da drüben Teil 2 haben wir liegen, vielleicht kannst du mal eben, Black. Das sind auch die einzigen, die ich besitze aus meiner Kindheit. Genau, hier auch direkt zu sehen, die drei guten Hauptdarsteller, ja, und da kommen wir nämlich jetzt gleich dann direkt auch zu sprechen, dann auch die drei bösen Hauptdarsteller. Wie gesagt, es gab 13 Folgen, zur Zeit meine ich, gibt es sogar die komplette Box von den 13 Folgen, gibt es allerdings nur auf Englisch zu kaufen. Schade, ich hätte sie wirklich gerne ja, in Deutsch, aber schwierig. Ja, sieht man es auch, 1987, steht auch hinten drauf. Ja, kommt, ja. Genau, also ich weiß, dass diese, es lief also 87, aber bei uns richtig, also in Deutschland kam das so erst so Anfang der 90er, war also der ein richtiger Hype dazu, wo man die Sachen gut kriegen konnte. Man konnte es auch wirklich überall kommen, ob in den Niederlanden, in Spanien, in, hier sieht man es, hier ist noch so ein alter Preis drauf, ich meine, es sind nicht 29.000. Vielleicht wird es irgendwann mal so viel wert. Ja, wer weiß. Sondern, sind das dann Lire? Kann sein. Ist möglich, weil frag uns jetzt nicht so um den Dreh. Ja, das hier wird mein kleiner Spickzettel sein für heute. Und zwar sind da nämlich ein Beipackkatalog war bei den meisten, die alle Fliege, die beiden zeigen wir euch auch noch nachher. Wir zeigen euch ein paar Bodentruppfahrzeuge und diese Basis-Commander-Sets. Das war sowas wie eine Reparaturstation und Waffenbasen. Auf der Rückseite gab es dann zwei Stationen, wobei diese hier besitze ich. Die werden wir euch dann auch noch zeigen. Noch eine zweite Basis, die habe ich leider nicht. Ein guter Freund von mir, der hat auf jeden Fall auch sehr viel davon gehabt. Hier die Bösen, da zeigen wir euch auch nachher viele Sachen davon. Schön auf jeden Fall, lege ich dann nachher mal einfach hier so dabei, leg's mal hier eben da drunter, weil damit wir euch die einzelnen Figuren, die ich original verpackt besitze, die zeigen wir euch dann im Einzelnen und zoomen auch ran und auch ein bisschen die Unterschiede, die amerikanische Karte und die europäische Karte, weil da gab es auch bei den Cardbacks Unterschiede. Hier ist auch nochmal dabei gepackt und gewesen. Auch nochmal schön zu sehen. In einer anderen Variante. Ich weiß nicht, ob das eine jetzt die amerikanische Variante ist und das andere die europäische Variante. Was es halt zu kaufen gab. Hier nochmal anders, anders aufgelistet. In so einer anderen Form. Hier auf der einen Seite die Guten, auf der anderen Seite die Bösen.
ja, also die Bösen klassisch schwarz gehalten, düster mit diesem bösen Abzeichen. Bei den Guten waren es, ja, hier war das Starcom-Zeichen. Moment, wo kam es am besten? Da auf dem Flieger sieht man es. Gab es unterschiedliche Fraktionen bei den Guten und bei den Bösen. Wobei wir, na, da hilft mir Black gleich mal eben das zusammenzubringen. Und zwar gab es bei den Guten wie bei den Bösen letztendlich drei Hauptdarsteller. Bei den Bösen waren es, da muss ich ganz kurz mal einmal die Rückseite, einmal General von Da und General Torvek war ein Roboter und natürlich der Imperator Dark, den habe ich auch als Figur. Ich zeige euch einmal kurz die beiden ausgepackt. Einmal General von Da und der Roboter, schön zu sehen. Hier auch mit den Visieren, wunderbar, auch mit diesem, ja, bösen, dieses böse Dreieck, das war halt dieses Symbol. An den Armen gibt es militärische Ränge, dazu komme ich später. Und zwar gibt es wirklich super, wie bei militärischen, Unteroffiziere, Sergeants, Corporals und dann auch Offiziere, Lieutenants, Majore, Captain und halt, ja, eher als einen, die beiden als einmalige Generalsfiguren, wenn man es so nennen will. Aber ja, dann gab es den bösen Imperator. Ich habe ihn jetzt hier, ja, ohne Mantel, ohne Stab, weiß gar nicht, was diese Figuren mittlerweile wert sind. Also, weil es ist wirklich schwierig, sie zu bekommen. Wäre natürlich schön, wenn man so einen auch mit Mantel und Stab hat. Gott sei Dank habe ich das mal vorbereitet, habe ich noch einen zweiten mit Mantel und Stäbchen, Stab dabei. Ja, also sehr schwer zu bekommen mittlerweile, generell die Figuren und die Fahrzeuge. Deswegen, was so jetzt ein einzelner Wert ist, weiß ich nicht, mir auch relativ egal. Hauptsache ich habe es, ich liebe einfach dieses Spielzeug. Vieles, also wie gesagt, aus der Kindheit, bis auf natürlich die original verpackten Sachen. Das waren die drei Bösewichte, im Prinzip die Hauptdarsteller von den Bösen, die vorkommen in den Teilen. Es gibt sogar bei den Guten und bei den Bösen jeweils noch eine Frau. Allerdings kam die nur in der Fernsehserie vor und nicht als Figur. Vielleicht der Gussrahmen oder so. Ich weiß ich gar nicht, woran es genau gelegen hat. Auf jeden Fall kam die nicht vor. Ja, und bei den Guten, und dazu kommen wir jetzt, bei den Guten haben wir hier einmal, habe ich original verpackt, sogar mit Stanz drin. Wirklich selten sowas mit Stanz. Ja, das ist halt, da waren es keine Generäle, sondern ein Colonel, ja, Derringer, Dash, sein Spitzname, hier oben auch zu sehen. Klassisch finde ich das super. Das ist halt die amerikanische Karte. Die amerikanische Karte erkennt er daran, weil vorne noch die Figur abgebildet ist. Er, ein, ja, einer der drei Hauptakteure, der Pilot, dazu komme ich nämlich, er hat dieses Symbol, dieses, was so sieht wie ein Falke, wie ein Adler. Dazu gibt es drei Kategorien. Und zwar gibt es einmal diese Kategorie mit dem Adler, sind mehr oder weniger die Piloten. Ja, hier nämlich die anderen abgebildet. Da haben wir nämlich den Corbin und Griffin. Und die sind beide von einer anderen Fraktion. Da nehme ich nämlich zum Beispiel einmal die Figur, die habe ich leider nicht original verpackt, aber ich habe diese Figur mehrmals. Das ist zum Beispiel der Griffin, ebenfalls vom Rang her Colonel, ja, aber hat ein anderes Symbol, hat so einen Stern auf der Brust, so einen blau-silbernen Stern, ist bei den Bodentruppen, also ist bei den Stationen. Also es ist eher so, dass diese Leute, die diese Abzeichen hatten, bei den Weltraumstationen sind, bei denen, die das Adlersymbol drauf hatten, logisch, das waren die Piloten. Und dann haben wir nämlich, zeige ich euch jetzt, ich habe ihn auch natürlich ausgepackt, aber einmal original verpackt, Corbin, der hier auf der amerikanischen Karte seht, hat so ein rotes Zeichen mit zwei gekreuzten Gewehren. Das sind halt, das ist dieses Waffenteam, was eigentlich bei den Bodenlandungsfahrzeugen dabei war. Er quasi, wenn man so will,
der Anführer von dem militärischen Rang her, von den Anführer von den Bodentruppen, der eine bei den Fliegern, der andere bei den Bodenstationen. Wenn man das so genau nimmt. Ich hoffe, ich habe da nichts Falsches gesagt. Hier ist nämlich, ja, hier ist auch noch dieses Symbol abgebildet bei ihm auf jeden Fall, dieses Waffensymbol. Das waren meistens diese Waffenteams, wie gesagt, die bei den Fahrzeugen dabei waren. Einmal hier auch die schönen Syndikate, einmal die drei und natürlich weitere Figuren, die man in Einzelpacken bekommen konnte. Viele Figuren konnte man natürlich dann auch dementsprechend bei den Fahrzeugen dabei bekommen. Und wie ihr sehen könnt, sind hier überall militärische Ränge. Und dazu komme ich mich direkt im Anschluss. Einmal wollte ich euch noch, wie gesagt, die amerikanische Karte und die europäische Karte. Es ist genau die gleiche Figur. Ja, auch mit Karte Inhalt. Sieht völlig anders aus. Und dass die Waffe unten dran ist. Ja, genau, genau. Das ist genau. Umgekehrt gepackt ist das. Genau, das muss man auch noch dazu sagen. Alle Figuren hatten jeweils, wenn sie natürlich in Ordnung verpackt waren, eine Laserwaffe und einen. Und das ist von Mattel. Das ist von Mattel, genau, stimmt. Das ist von Mattel, ja. Da hast du so richtig was. Hier steht drauf Coleco und hier. Von Mattel. Ja, das ist zum Beispiel so eine Frage. Hat dann Mattel die Sachen für Europa rausgebracht? Ja, ich kann sein, dass sie die abgekauft haben. Ja. Gut möglich. Also den Zusammenhang, gut, dass du es gesehen hast. Ich habe es mich jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich weiß es nur, weil nämlich ich kann mich als Kind an diese Varianten mit diesem Bild nicht erinnern. Ich kannte nur diese Bilder nämlich. Ja. Und dass ich das auch, dass das nicht erfunden ist, zeige ich auf der Rückseite. Hier ist es nämlich so, nur in Englisch. Und hier gibt es nämlich noch, klar, in Englisch, dann Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, extra hier abgebildet. Und auch nochmal die Waffenteams, beziehungsweise hier das Flug, die Flugteams, die Bodentruppen und die in diesen Raumstationen waren. So war es zumindest auch im Film. Und dementsprechend haben sie dann so das auch beigepackt halt, dass da ja, die Piloten und so, dass die unterschiedliche da, ja, Bereiche dann halt hatten. Bei den Bösen war es letztendlich auch, aber da war es wirklich von den Uniformen her anders. Und zwar waren die Bodentruppen, da zeige ich euch einmal, bevor ich den Flieger, die Bodentruppen hatten, zeige ich euch mal zwei hatten so einen grünen, braunen Militäranzug, ja, wo sich natürlich mal das Visier, ach ja, das Visier war bei den Bösen immer in lila Farben oder so gehalten und bei den Guten, hier ist es zum Beispiel in einer Packung, mal kann der Helm sich verändern und ein bisschen, vielleicht doch die Klamotten, ein bisschen mehr im Braun, nicht so im Militärlook. Und die Guten hatten meistens diese durchsichtigen und die Bösen hatten diese lilanen Helme. Was man auch hierbei schön sehen kann, bei den Piloten, wenn wir gerade dabei sind. Ja, wenn ich jetzt. Ich komme mal kurz die Beine fester. Ich komme mal eben ganz kurz an ein Raumschiff, das zeigen wir euch. Die Piloten dementsprechend, genau, sahen halt, die waren schwarz. Schwarz gekleidet und ja, ein bisschen anders auf jeden Fall wie die Bodentruppen halt. Die waren schwarz und die anderen waren eher so im gräulichen, braun, grün, ja. Irgendwie so ein Militär. Ja, mehr so ein Tarnlook, würde ich sagen. Ne? Tarnlook. Passt auch besser auf die Erde und die waren ja schwarz wie die Fahrzeuge. Wie die Fahrzeuge, genau, wie die Raum, genau. Die haben die Piloten dargestellt. Das Schema immer passend zu dem Bereich. So, ne? Richtig. Ja, was natürlich super ist, das gibt es, wie gesagt, ich hatte das schon gesagt, die militärischen Ränge. Finde ich richtig klasse. Hier sehen wir zwei Master Sergeants. Ich weiß nicht, wer sich gut mit Militär auskennt. Hier, das ist im Prinzip wie bei den Deutschen der Oberstabsfeldwebel. Hier ist es bei den Amerikanern der Master Sergeant wirklich mit allen, der höchste Unteroffiziersrang im Prinzip. Zwar mit dem höchsten zwei hohe Unteroffiziere. Zeige ich euch nämlich mal ausgepackt zwei. Hier ist es nämlich so, der linke, ich weiß nicht, ob man es kennen kann, hat hier, also es ist schwierig mit der Kamera, nur kann man es erkennen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, der rechte hat nur zwei Streifen, ist der Corporal und er ist hier zum Beispiel ein Master Sergeant, der linke, der hat halt mehrere Streifen auf dem Arm. Finde ich super genial, dass die darauf geachtet haben. Und so ist es nämlich bei den Piloten, nämlich dann, dass die zum Beispiel ein Streifen ist Lieutenant, zwei Streifen ist dann halt
ist dann Captain und dann gibt es noch drei, ist dann Major und die in Gold gehaltenen, das sind dann halt die drei Colonels, die halt die, ja, diese halt, ne, die dann in Gold sind, diese speziellen, diese Anführer, wenn man das so nennen will. Ja, Anführer könnte man, kann man schon dazu sagen. Ja, das nur zur Einleitung. Kommen wir am besten mal zu der tollen Superfunktion. Superfunktion, finde ich, sind bei allen Figuren die Magnete. Und zwar nehmen wir uns jetzt mal hier den General. Unter den Füßen waren zwei Magnete angebracht. Super genial. Damit konnte man so spielen, als wirklich, als ob die im Weltraum irgendwo sich dranhängen. Und das war diese super Magnete-Funktion. Einmal haben die Figuren sowieso eine Hydraulik drin, um Waffen auszufahren und, und. Und diese Magnete ist einfach nur klasse. Einfach nur klasse. Und zwar zeige ich euch das einmal an einem guten Flieger, einen kleinen Flieger, der war mehr oder weniger immer der in jeder Folge fast dabei. Von den guten, der Kampfjäger, hier so mit der Originalverpackung, kann man hier an der Seite mal draufdrücken, dann geht das Cockpit auf, ja, sitzt da halt drin, der Lieutenant, kann man hier erkennen, Lieutenant an dem einen Streifen am Arm, zwei Streifen, wie gesagt, dann Captain und. Sehr schön dabei, einmal die Rückseite, ja, in den, was in Europa rauskam. Das Waffenteam, das waren halt diese Piloten dabei, die es davon dann halt gab, von diesem, einmal der Colonel, dann zwei Captains und ein Lieutenant. Da gab es keinen Major, einen Major gab es dann bei den Raumbasen, aber wie gesagt, dazu, da im Einzelnen komme ich später zu. Einmal zu der Funktion, ich nehme mal diese Figur jetzt raus. Bei den Kleinen war es so, dass hier oben einmal für den Weltraumausstieg, das wunderbar, finde ich richtig klasse, hier mit der amerikanischen Fahne drauf, auch richtig mit Starcom halt, ja, also klar, es ist amerikanisch, weil auch die Ränge alles amerikanisch sind, also es ist alles super genial. Hier unten war auch eine Platte, wo man halt Figuren dran befestigen konnte, finde ich wirklich genial. Und man hatte auch bestimmte Kanister, Kisten dabei. Ich fand auch gerade so als Kind früher Magnetsachen fand man ja immer so ein bisschen mysteriös und magisch. Ja, genau. Was Besonderes, es war irgendwo speziell. So. Ja, ich fand es klasse. Das kann irgendwo haften und wenn man die gegeneinander versucht hat zu drücken, dann ging das nicht, weil die jetzt einen Widerstand haben, wenn das der falsche Pol war. Ich kenne das noch von der Schule her. Da gab es ja auch manchmal so Sets, wo man Magnetstifte hatte und da musste man gucken in Physik, was magnetisch ist und was nicht. Und dann hat man versucht, die beiden Magnete mit dem gegenseitigen Pol zusammenzumachen. Dann sind die immer so weggesprungen. Ja, und das kann ich am besten mal hier vorführen direkt. Einmal hier schön zu sehen, auch wer diese Magnete daran. Und wo wir gerade, wo der Black gerade davon spricht mit den Magneten. Natürlich, die Figuren halten, aber gegeneinander. Stoßen sich ab. Ja, man sieht es. Ja. Dass die, kann man sehen, dass die Beine sich bewegen? Ja. Na, ja. Also ist es jetzt keine Jedi-Kraft, die ich hier einsetze, sondern es ist wirklich der Magnet. Also finde ich, ne? Ja, er bewegt sich. Also da, er bewegt sich. Finde ich super. Also finde ich echt klasse. Hat natürlich, wie Black schon sagte, als Kind magische Funktion. Ja, und die hatten hier so Träger, wo die einfach dann rüberfliegen konnten und zack, mal eben was aufheben konnten. Also super genial. Bewegliche Lasergeschütze. Und sie hatten eine hydraulische Funktion. Und zwar ist es bei dem Kleinen jetzt mal so, bei dem Guten. Da ist so, man klappt die Flügel alles so schön ein. Man hört es schon. Und hinten war ein kleiner Knopf. Wenn man den betätigt, dann klappt das Ganze auf als Jagdflieger. Das hatte zur Folge, zeigen wir nachher bei dem großen Bomber, man konnte hinten auch dann die Figur oder das Fahrzeug dementsprechend rein und irgendwo dran heften. Einfach nur richtig klasse, super genial. Also ich bin ein echter Fan davon. Ich fand die Zeichentrickserie als solche sehr schön und natürlich auch dann die einzelnen Modelle. Kommen wir mal zu einem Bösen. Einmal der Originalkarton noch davon in Lire, was auch immer. Super. Da hinten die Bösen an der Seite abgebildet. Hier hinten die Funktion. Ja, was man die einzelnen Punkte. Ne? Genau, die einzelnen Punkte, was bewegt ist, was auch alles ist. War natürlich auch ein Beipackzettel dabei. Ja, alles funktioniert leider nicht mehr an dem Geschütz. Also hier
kann man einmal auf die beiden Knöpfe, kann man die beiden Cockpits genau öffnen. Hier an der Seite, hier ist zum Beispiel, kann man sehr schön zu erkennen, der in grau-schwarz gehalten hat zwei Streifen. Das ist also der Captain und der in schwarz gehaltene mit einem Streifen am Arm ist halt der Lieutenant. Und das, wie gesagt, ich fand das super mit dem militärischen Ring. Die Bösen meistens in schwarz-lila gehalten mit dem Dreieckfunktion. Ach ja, das Dreieck war übrigens gleichzeitig natürlich auch eine Magnetfunktion, wie ihr sehen könnt. Also ein, im Prinzip alles, was ja, hier oben, hier, ich glaube hier unten, ne, hier unten war diesmal keine, hier oben wunderschöne Magnetfunktion. Fand ich einfach noch genial. Man konnte diese Figur, dieses Fahrzeug hier aufklappen und was man bei so gut wie fast allen Fahrzeugen machen konnte, war hier, die Laser konnten nochmal extra separat rausgefahren werden. Warum? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Spielfunktion gewesen. Bei diesem Fahrzeug, ja, kann in zwei Richtungen fliegen, muss sich natürlich irgendwie entscheiden. Ja. Ich würde sagen, kommt man nicht weg von der Stelle. Ja, weil man kann ja auch hier den hier fliegen lassen im Prinzip. Das ist wie damals bei der Straßenbahn. Ja, das kommt man nicht weg von der Stelle. Die hatten auch vorne und hinten eine Kante gehabt zum Fahren. Ja, okay. Ein guter Vergleich. Ja, bei diesem Fahrzeug konnte man hier unten drauf drücken, wie ein Griff für Kinder hin natürlich super. Und man konnte die Triebwerke so nach vorne, muss man gedrückt halten. Man konnte natürlich auch spielerisch, wenn man wollte, in diese Richtung oder in die andere. Das war jetzt eigentlich relativ egal. Aber super, man konnte im Prinzip, wenn das eine Cockpit beschädigt war, so konnte man spielen, so konnte die andere Variante noch fliegen. Hier, diese Geschütze, die hier so einrattern, konnte man mit dem Knopf betätigen und haben dann... Ja, man sieht es, die Bewegung auf jeden Fall, konnten so wie so ein Maschinengewehr, Salvenfeuer, Flak, Artilleriegeschütz, konnte halt ballern. Hier der Knopf, konnte man das aufziehen und drehen, dass die eingespannt waren und mit dem Knopf konnte man das lösen, dass die halt diese Funktion haben. Funktioniert leider nicht mehr, wie gesagt, 87 um den Dreh, 89, wann die 86. auch immer, oder ja, 6 kamen die ersten raus. Ich weiß jetzt nicht, wann das jetzt produziert wurde. Müsste auf der Verpackung draufstehen. Hinten kannst du vielleicht mal gucken, vielleicht wann der genau, ich weiß es ja gar nicht, wann der jetzt zum Beispiel produziert wurde. Mhm. Ist so eine Sache, natürlich gehen im Laufe der Zeit diese Sachen leider doch schon der ist kaputt. Von 87. Der ist von 87 ist von sogar, 87, ja. Okay, der ist von 87. Ist halt wirklich, dass die Sachen nach und nach kaputt gehen. Ja, könntest du mir vielleicht mal den einen da hinten geben, den von den Guten, wenn wir direkt schon dabei sind. Einmal auch die Originalverpackung, die können wir dann einmal zeigen. Weil wenn ich sie schon habe, habe ich ja wirklich nur von leider von den paar noch dabei. Ja, was war es im Prinzip? Ja, eine soartige Spinnenläufer, Hovercraft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall immer, wie gesagt, meistens eine Figur dabei gepackt und irgendwelche Funktionen hinten mal schön erklärt. Was diese Figur dann oder dieses Fahrzeug im Prinzip im Einzelnen konnte. Legen wir mal wieder weg. Dieses Fahrzeug, ja, hier sieht man es auch schön, dass das Visier bei den Figuren, bei den Guten, war es dann halt so, dass dieses Visier halt hell war und wie gesagt, bei den Bösen war es dunkel. Hier ist er halt ein Corporal oder ein Sergeant hier und mit dem Streifen, nur einen dritten Streifen. Wie auch immer. Ich nehme die Figur mal ab. Dieses Fahrzeug ist jetzt um diese Kiste halt, ich kriege jetzt nicht auf, gewickelt. Um das jetzt natürlich abzumachen, muss man einmal diesen Knopf hier drücken. Das war falsch. Das war auch falsch. Zu viel Funktion. Nee, doch, das war richtig Funktion. Das ist die Funktion. Hier unten sieht man das. Dann stoßt man das, würde das jetzt abstoßen, diesen Container. Und in diesem Container kann man natürlich irgendwas reintun, ist jetzt leer, irgendeine Ladung. Die hatten sehr viele mit diesen Ladungen. Diese Beine konnte man hier ebenfalls rein raus schieben, hier auch dieser Magnet, damit diese Ladung hält. Ja, auf diesem Knopf konnte man so, ja, wie ein, ja, was ist es, so ein, so diese Triebwerke, die von unten, damit es halt abhebt, dieses Fahrzeug. Es war ein kleiner Transporter, der natürlich bewaffnet war, hier mit Laserkanonen. Hier unten auch eine Bodenplatte, wo die Figur direkt hielt, genau wie hier oben eine Metallplatte, kann er sich quasi reinsetzen und... Oh, schwierig. Jetzt mach.
So, Vorführeffekt. Ja, und hatte noch eine etwas stärkeren Laser und wie gesagt, alles kann man hier ausfahren. Warum auch immer man hier nochmal ein Stück die Laserkanone ausfahren kann. Ich weiß es nicht. Werdet ihr bei vielen Fahrzeugen sehen, dass man es kann, nochmal zweimal, dreimal Doppellaser ja, hält besser. War's. Mehr ging nicht. Ja, also mehr ging nicht. Immer da noch musste, einen draufsetzen, so war das damals. Immer musste noch einer draufgesetzt werden, richtig. Ja, wo wir gerade das gute Stück präsentiert haben. Natürlich muss man, einer reicht nicht. Man braucht natürlich ein ganzes Geschwader. Ein ganzes Geschwader. Ich besitze ein ganzes Geschwader, eine Staffel aus drei Fliegern, damit auch natürlich jeder von den Colonels auch mal irgendwie um die Ecke rumfliegen kann. Hier sitzt zum Beispiel mit dem roten Helm, mit den zwei Streifen ein Captain drin und hier an der anderen Seite sitzt ein Lieutenant drin. Mit dem einen Streifen. Gut. Ich habe nicht mehr alle Visiere, auch nicht mehr alle Laserwaffen. Ja. Aber was noch da ist, ist schon eine Menge. Das ist eine Menge noch, ja, deswegen. Wie gesagt, alle hatten diese Funktion halt, dass sie halt zu einer Kiste zusammengeklappt werden konnten und halt diese, boah, Entschuldigung, diese Ausklappfunktion, bin ich jetzt drangekommen, spieltechnisch absolut super klasse, das Spielzeug. Und wenn wir schon dabei sind, zeigen wir euch dann auch nochmal davon die böse Variante. Und zwar war das ein Dreieck. In der Fernsehserie war es so, dass das keine Menschen waren, die Piloten, sondern alles Roboter. Deswegen konnte man sie auch zerstören. Sie sind dann in 1000 Teile zerflogen und es war nicht so schlimm, wenn da mal 20 draufgegangen sind. Jedenfalls bei den Spielfiguren waren keine Roboter dabei. Das waren wirklich die Roboter, nur spezielle Figuren. Die zeige ich euch auch gleich, die Roboter, die dabei waren. Gab es, glaube ich, nur 3 oder 4 Varianten. Einmal mit dem einen General. Ansonsten waren das hier Menschen. Fast die gleiche, auch eine Variante zum Aufklappen. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen drücke. Ja. Ja, ist schon ein bisschen schwerfällig, ja. Aber und hier die noch. Klappen sollten sich dann auch aufklappen. Und hier auch wieder konnte man die Laserwaffen, die Lasergeschütze rausklappen. Wenn man die aufklappt, sieht man sie ja kaum. So sieht es natürlich wahrscheinlich dann auch mehr nach Lasergeschütz aus. Genau, dann sieht man es als Bewaffnung irgendwie aus. Und jetzt von der Motorik konnten sie jetzt vielleicht noch nicht irgendwie bewerkstelligen, dass die automatisch nach vorne gehen halt, ne? Aber Produktionskosten und sonst was. Also. Ja, normalerweise mit der Hydraulik, der hat sich jetzt wirklich angehört, als ob er aus dem letzten Loch pfeift. Muss man reinklappen, dann hat man diese Dreiecksfunktion. Aber er ist ja schon eine Oma, ne? Also es ist eine Oma, auf jeden Fall. Und auch genau das gleiche wie bei den guten. Figur raus, oben war der Magnet. Oder dementsprechend, wenn man es möchte, einfach in irgendeiner Figur unten. Jo. Ja, das dazu. Und einer ist natürlich auch wenig, ne? Findet ihr ja auch. Und dann braucht man natürlich noch eine kleine Staffel. Und dieses Mal, ja, diese Staffel ist etwas größer und zwar um einen mehr. Ja, da haben wir jetzt ja gar keinen drin sitzen. Ja. Das ist der Geist. Das ist der Geist, das ist die Drohne. Komm, nehme ich mal hier den General, setze ich mal da rein. Ups, das ist hier schon, ja, deswegen habe ich ihn aussortiert, ausgemistet, weil das hier oben schon kaputt ist. Abgebrochen. Naja, okay. Er hält nicht mehr so ganz. Die Funktion vielleicht noch, aber gar. Ja. Ah, bei ihm klappt es sogar. Ja, die quälen sich schon ein bisschen. Also, die Dreiecke quälen sich etwas. Ja, und man kann es auf jeden Fall schön sehen, dass man hier eine Staffel aus 4. Ist ja gut. Eine Staffel aus 4 Jagdmaschinen hat. Oder, beziehungsweise einer ist kaputt. Nehmen wir immer dann halt auch 3. Damit man richtig, naja, in den Kampf ziehen kann gegen die Guten. So, wie weit sind wir oder können wir noch etwas? Oh, mach. Dann machen wir doch noch ein. Und zwar, wenn wir schon dabei sind, dachte ich mir, dann, wo wir gerade die Gegensätze präsentieren, einmal die kleinen Mini-Flieger, wie gesagt, und ihn haben wir ja schon, diesen Zweisitzer im Prinzip von dem Bösen. Und sowas gab es als andere Variante auch von den Guten. Und zwar sah diese Maschine so aus. Ja, klappen wir mal hier rein. Ebenfalls 2 Piloten. Allerdings konnte dieses Cockpit, ja,
musste hier oben aufgeschoben werden. Man konnte nicht die aufziehen, sondern hier. Oh. Und jetzt hängt die Figur doch fest. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, so, jetzt hier ist die Figur. Man setzt sie halt hier dann in das Cockpit rein und es wird halt im Prinzip, die Figur kommt von unten rein. Ja, auch wieder von hier. Hier unten konnte man als Kind halt sich festhalten, spielen. Hier sind Beinchen zum Ausklappen. Die kann man, wenn man hier drauf drückt. Oh, sagen wir es mal auf der anderen Seite noch eben. Ja, natürlich. Dieser doch. Doch, da geht es. Ich wollte schon sagen, jetzt der Vorführeffekt. Zum Hinstellen, ja, und ab in den Kampf. Warum ein Cockpit mit zwei? Bei dem anderen würde ich ja noch verstehen, dass man in eine Richtung fällt. Na gut, wenn wirklich der andere Pilot ausfällt oder so, wenn dem mal schlecht werden sollte beim so viel Kurven fliegen, dann halt der zweite Pilot. Ja, schade, das geht leider nicht mehr. Ihr seht es, er ist, die Funktion war eigentlich, diese Kanone ist ausgefahren und er ist zusammen, würde so fliegen. Und wenn man auf diesen Mechanismus hört, der ist leider bei mir kaputt. Deswegen klappt diese Jagdmaschine, ich finde, das sieht schon cool aus, klappt leider automatisch nicht mehr so richtig aus. Das funktioniert noch, aber ansonsten, normalerweise eigentlich per Knopfdruck müsste das funktionieren. Als Gegensatz natürlich der Böse dazu, auch der Zweisitzer. Klasse. Schön, richtig super Spielzeug. Ja, und im nächsten werden wir euch nämlich dann auch mal die Basen und noch die zwei großen Bomber und noch einige Bodenfahrzeuge präsentieren. Im zweiten Teil, genau. Deswegen machen wir an dieser Stelle hier Cut. Aber ihr seht, das Schlachtfeld ist eröffnet. Also die Schlacht im Weltraum kann loslegen. Fehlen nur noch die großen Schlachtschiffe. Alles klar, dann bis im zweiten Teil. Jo, bis denn. Ciao. Ciao.